Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge zusammen mit Flocke und Spark. Hui! Hallo Joe. Ich bin richtig aufgeregt, denn das ist... Spark hat mir gerade ein neues Weltbild gezeigt und zwar kreativ in Survival. Richtig. Ich hasse es. Ich habe so lange nach Redstone gesucht und jetzt pass auf, gib dir das mal. Hier sind all diese tollen Sachen drin. Jetzt nehme ich die Kiste. Ja. So, habe ich. Ich brauche noch Gold. Brauchst zwei Spawn-Eier. Genau. So. Und ein Gold. Ein Gold. Du hast okay. Aber auch eine... So, hast du eine Netherite-Axt zufällig? Nö, ich hab. Okay, dann Netherite-Axt habe ich. Dann hau ich einmal den kleinen Dutzelmann an. Dann nehme ich das Ding hier. Ich gebe ihm die Kiste. Warte, bis er sich beruhigt hat. Genau. Gib ihm die. Jetzt muss ich zwei Sachen auf einmal machen. Und zwar, ich muss ihm das hier hinwerfen. Und ja, aber erst wenn... Na, natürlich hat er es verkackt. Okay, nächster Versuch. Das ist unfassbar. Deine Geduld ist die eines Goldfischs. Nope. Ein Goldfisch hat mehr Geduld, oder? Ja, Joe, ich brauche deine Box nochmal, da sind die Spawner drin. Ich nehme schon. Ja, nehm dir aber mal zwei Stunden, leg die anderen wieder rein. Es gibt's einfach nicht. Er hat's einfach verkackt. Oh, das war Zufall. Das war Zufall. Siehst du, dafür hab ich einen guten Zufall hier. So, gut RNG. Wow. Also, ich hau ihn. Ja. So, dann warte ich, bis er sich beruhigt hat. Ja. Ich dachte, Spark, ich dachte, by the way, gerade, das muss so eine schnelle Sache sein, wie dieses Alt-F4-Quitting, was du früher gemacht hast. Da ging es ja wirklich darum, dass du möglichst schnell das gemacht hast. Also, ich gebe ihm das Ding. Aufsammeln. Dann gebe ich ihm Gold und ich muss jetzt warten, bis er das Gold aufgesammelt hat. Und jetzt kill ich ihn. Nochmal. Ah, zu spät. Hat mir nicht ganz geklappt. Okay. Du hast nicht genug Schaden ihm gemacht. Wahrscheinlich, weil meine Axt stronger ist, oder? Also du musst ihm mit einem Hit klatschen. Ich muss ihm richtig. Okay, dann werde ich mich diesmal nicht ziehen. So, aller guten Dinge sind drei, Leute. Also, was will ich vorhaben? Ich kann zur Not ihm auch für dich einen Klatsch geben, oder? Nein. Okay. Ich will es versuchen. Okay, so, jetzt hau ich mal richtig. Ja, so. Genau. Jetzt hat er richtig Aua. So. Hat man auch gerade gehört. So, ich gebe ihm jetzt die Kiste. Ja. Sammel auf. Jetzt gebe ich ihm das hier. Oh mein Gott. Und schon jetzt haben wir zwei. Richtig. Und ich habe Redstone. Oh mein Gott. Spark, vielen Dank. Ja, gerne. Jetzt kannst du ja meinetwegen einmal die Konsole komplette irgendwie 6 Stacks Redstone hier rausnehmen. Genau, ja, und die anderen rausgenommen. Göttlich. Ah, warte mal. Was wir noch theoretisch klonen könnten, wären die XP-Bottles. Dann müsste ich die auch nicht mal alle traden. Uff, XP-Bottles. Wofür brauchst du denn XP-Bottles? Für eine Prüfung von mir. Achso, ja gut, wenn du das brauchst, dann, wenn du welche hast, hau rein. So, ich überlege gerade. Ich werde jetzt noch generell ein bisschen loslegen wegen dem Netherite halt. Wenn du willst, dann ich mach einfach weiter und wenn du XP mach ruhig einfach weiter. Klingt dir einfach rein. Nur, also ich bin gerade echt zufrieden mit den Sachen, die ich habe. Ich werde meine Haupttools werde ich behalten, weil die einen lustigen Namen haben. Aber ich habe zumindest mir die Rüstung geholt, die Spark hier hat. Das ist echt jetzt eine richtig, richtig gute Rüstung. Spark, das ist illegal, aber geil. Also. Der Schwarzhändler, der freut sich. Also der sieht, er hat die richtigen Leute hier gefunden, mit denen er arbeitet. Ich hab das heute oder gestern per Zufall entdeckt und hab gedacht, ich mach mal ein Video zu und irgendwie funktioniert's ja auch im Server. Ich frag mal Joe, wie sieht's denn eigentlich aus? Und er so, ach ja, mach ruhig. Wir haben, er sagt, also ich finde bei so großen Projekten wie Craft Attack so sollte man das besser nicht machen, aber bei diesem Projekt würde ich es, weil es ein Bug von Minecraft ist und früher gab es diesen Alt-F4-Glitch, dass du quasi mit Alt-F4 die Sachen entschieden konntest und duplizieren konntest. Es ist ein Glitch, es gehört dazu. Klar, es gibt Leute, die sagen jetzt Mimimi, das ist ein Cheating. Aber ehrlich gesagt, Leute, wir bauen hier eine Adventure-Map. Das steht im Vordergrund und nicht das, wie wir die Items erlangen. Ja, solange wir im Survival bleiben und nicht in Kreativmodus gehen, sollen wir doch alles nehmen, was uns das Spiel bietet. Meine Meinung dazu. Okay, ja, aber ich bin jetzt glücklich. Achso, ich habe keine Elite dran. Ich bin absolut glücklich. Sparky, ich will mich noch mal kurz eben muten, weil ich noch meinen Zuschauern irgendwas anderes zeigen möchte. Okay, bis gleich und auch Flocke. Tschüssi. So, ein paar Sachen vor. So, ihr Lieben, also jetzt haben wir noch mal kurz Angriff der Monsterarmee hier. Ich finde das richtig sweete Sachen, aber ich muss euch noch was zeigen. Und zwar, es gibt News. Wir haben hier was Neues hier. Ich lege uns mal ganz kurz hin. So, ich schreibe mal ganz kurz. Okay, du nervst mich noch. Sweet Dreams. Okay, und ich liege. Und hoffen, dass wir... Ja, wunderbar. Wunderbar. Okay, also, denn es gibt was Neues in meiner Prüfung, Leute. Wir haben das Minigame nun fertig gebaut.
dieses, wie heißt das Minigame? Das hier, das Minigame hier. Seht ihr? Diese Geschichte hier mit dem, mit den Zügen. So, ich muss gerade überlegen, wann ihr das Video guckt. Wahrscheinlich an einem Samstag. Das heißt, ihr Lieben, denkt bitte dran, ich bin immer mal wieder abends auf Twitch. Heute Abend, am Samstagabend, weiß ich nicht ab wann, aber ich gedenke auch heute am Samstag zu streamen. Also, wenn ihr das YouTube-Video seht. Wahrscheinlich so ab 18, 19 Uhr, so darum werde ich live gehen. Und da möchte ich gerne mit euch ein kleines Kino hier bauen, denn meine nächste Prüfung wird ein Kino sein. Und ich habe hier eine kleine Fläche freigeräumt, hier wird ein Kino hinkommen. Und um zu dieser Prüfung zu kommen, muss man dieses Ja, ihr habt richtig gehört, Kino. Denn ein Film wird tatsächlich, also ich hab noch eine richtig, richtig coole Prüfung. Und ich werde euch auf YouTube nicht sagen, was genau die Prüfung ist, also wie man sie genau löst und was da zu tun ist. Aber jetzt möchte ich euch einmal ganz kurz einmal dieses Game mit den Dingern zeigen. Ich habe mich im letzten Part ziemlich schlecht angestellt. Und dieses Mal möchte ich versuchen, First Try. Es ist möglich, ich habe es schon First Try geschafft. Mal gucken, ob ich es ein zweites Mal First Try schaffe. Achtung, fertig, los. Volle Konzentration. Nein! Ich bin auf meinen eigenen Troll reingefallen. Nochmal. Second try. Geschafft! Sehr gut. Wenn ihr es geschafft habt, dann habt ihr den Ton. Und man hat es geschafft. Man kann jetzt weitergehen. Das heißt, jetzt ist quasi der Durchgang wieder geöffnet. Der bleibt jetzt auch geöffnet. Und jetzt würde man in das Kino reinkommen. Also, es ist absolut machbar. Aber dieses Game erfordert tatsächlich schon ein gewisses Maß an Skill. Spark of Phoenix höchstpersönlich hat nämlich das hier einmal getestet. Und auch er hat gesagt so, hui, Joe, ja, das ist ein Challenge. Fand er gut. Also, er fand das vom Schwierigkeitsniveau schon sehr ordentlich. Das freut mich sehr zu hören. Das bedeutet, ich habe alles richtig gemacht. Und da wir jetzt auch endlich genug Redstone haben, muss ich mir keine Sorgen mehr machen, was los ist, wenn wir zu wenig Redstone haben. Haha, durch das Duplikaten haben wir jetzt nicht genug. Das freut mich sehr. Sehr schön. Liebe Leute, eins noch. Zuschauer haben nämlich gefragt, was ist eigentlich, wenn man ins Kart einsteigt? In dem Fall würden die Spieler hier hinten rausgeworfen werden durch die Aktivierungsschienen und müssten jetzt einmal hier runtergehen und müssen die gesamte Map neu starten. Das heißt, wer hier versucht zu cheaten, kommt hier raus und muss alles neu starten. Ziemlich heftige Sache. So, ihr Lieben. Ah, ich bin auch mit dem Cam-Account in der Hölle, deshalb haben wir die ganze Zeit diese Flammengeräusche im Hintergrund. Ich wunderte mich schon. Ja, das sind so alle News, alle Neuigkeiten. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao. Leute, wir sehen uns live bei diesem Projekt weiter. Wieder, weiter.